Kaiserrat abgedankt. Ins Max vom Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Allein die Frage, dankt der Kaiser ab, wurde ja so lange hinausgezögert durch den Kaiser, bis dann schließlich Prinz Max von Baden das eigenmächtig getan hat. Er konnte nur scheitern. Ich saß auf diesem Sofa und dann merke ich auf einmal, dass mein Urgroßvater dort auch drauf saß. Und dann wollte ich natürlich auch mehr wissen über den Menschen. Ich bin als ziemlich harmonische Natur geboren. Durch äußere Schwierigkeiten ist die Harmonie gestört worden. Es kam ihm der Krieg wie ein furchtbarer Albtraum vor. Als Prinz Max von Baden am 3. Oktober Reichskanzler wurde, war die Lage in Deutschland auf dem Siedepunkt. Und in dieser Situation gab es Momente des Schreckens, wo er sehr klar sah, dass er unfähig sein würde, die vollständige Katastrophe zu verhindern. Ich glaubte, 12:05 zu kommen und bin 12:05 gerufen worden. Man muss sich die Tage vor und nach der Reichskanzlerschaft wie ein grauenhaftes Erwachen vorstellen. Ich denke, dass er sehr, sehr verwundet war. Am Ende war es sicherlich klüger, sich in Salem zurückzuziehen und etwas für den Wiederaufbau des Landes zu tun und eine Schule zu gründen.